Hey Leute, Barbie und willkommen zum Rettungsvideo zu Brawl Stars. Mir wurde gerade ein Video vorgeschlagen mit den 20 ungeschriebenen Gesetzen von Brawl Stars. Es gibt ja auch in Rocket League ungeschriebene Gesetze. Generell jedes Spiel hat irgendwie so seine eigenen Gesetze. Bei Rocket League zum Beispiel, wenn sich zwei Autos verkeilen, da darf das Verkeilen nicht aufgelöst werden. Also, es sei denn von jemand anderem. Aber man darf nicht rückwärts fahren. Mal sehen, was Brawl Stars für seine eigenen Gesetze hat. Link zum Originalvideo ist auch jetzt in der Videobeschreibung. Fun little mobile game we like to call Brawl Star. But everybody has their own way of playing. And everybody also has these unwritten rules that people normally don't even talk about. But now that I'm gonna mention these rules, you're gonna be severely aware of them the next time they happen. But before we do that, you should subscribe and... Ich überlege gerade, was ein ungeschriebenes Gesetz sein könnte. Das muss ja was sein, woran sich fast alle halten. Das finde ich schwer. Es gibt so ein paar Sachen, die einfach aus Logikgründen Sinn machen, aber daran wird sich nicht gehalten. Ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass wenn du dich drehst, dass du damit signalisierst, ey, ich möchte Team. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Also faktisch ist das ein ungeschriebenes Gesetz. Aber okay, mal gucken. So let's move on to number one. Selbst wenn du fake teamst, ist es ja das Zeichen, ey, teamen. Drehen gleich Team. Every single time you open this game, click on the shop. Even if you do not plan on buying a single thing, you may just be curious of, like, what is in here? What offers are they throwing in my face today? And 99% of the time, it's something that you're not gonna buy. Okay, ich weiß nicht, ob das ein ungeschriebenes Gesetz ist. Ist eher so eine Angewohnheit, oder? Sind das jetzt 20 versteckte Angewohnheiten? Okay, aber das ist ja kein Gesetz. In den Shop guckt man zwar jeden Tag, aber ich würde sagen, gar nicht primär, um sich die Angebote anzugucken. Die guckt man sich zwar auch an, aber halt primär, um halt einfach das kostenlose Daily mitzunehmen. Just if you're free to play, there's no point, but I'm guessing you still do it. This shop says new. When, nah, man, I mean, like, this stuff technically is new, but I've already seen it, so it's not new to me anymore. And if I go back, it still says new. So no matter what, you're probably gonna look at the shop first thing you do in this game. Unwritten rule number two is when you push so many brawlers to a certain trophy count, you're gonna want to bring the rest of them up to that trophy count, even if you don't like playing them. For the Tomatensaft. I mean, maybe. Aber ich persönlich, vielleicht bin ich auch einfach anders, aber ich bin auch cool damit, dass ich manche Brawler, wie zum Beispiel Hank, bei quasi null hab, obwohl ich die pushen könnte. Das liegt aber auch daran, weil ich halt noch recht neu im Spiel wieder bin und ich halt so viele Brawler einfach jetzt entdecken kann, spielen möchte, dass ich noch nicht so durch bin und sage, ja gut, gucke ich mir jetzt mal Hank an, auch wenn er keinen Spaß macht. Das kommt bestimmt noch irgendwann, aber die Punkt jetzt fühle ich auch nicht. Also bis jetzt zwei von zwei, die ich nicht fühle. Simple reason of making your account look clean. Like, I rarely see accounts that don't at least push every brawler to rank 20. That's what I did, and I finally caught the rest of my brawlers up. This has been the standard. Ich weiß aber, was ich das damals gemacht habe. Damals war mir das schon wichtig, alle auch so Richtung 500 zu haben. Also, der Punkt kann schon stimmen, aber für mich persönlich trifft er gerade nicht drauf zu. For me for like 5 years. But I'm finally setting a new standard. Where I'm trying to push everybody to rank 25. So we'll see how that goes and we'll see where we go from there. Unwritten rule number three is if you can afford it, you at least need to buy the speed gear for every brawler in the game. Now, the reason I say this is if you ever take that brawler into a bushy map, you're probably gonna want speed gear, but... Nope. Nope. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, wenn du neu im Spiel bist, hol dir fast immer das Gadget, wo du mehr Leben hast. Aus meiner Sicht ist es besser, als im Busch besser zu sein, wenn eine sehr buschige Map mal rankommen könnte. Das ist, glaube ich, für die meisten Brawler eher nice to have. Und ich weiß nicht, Gold ist für die meisten von uns eine Mangelware. Für ihn wahrscheinlich jetzt eher weniger, weil er wahrscheinlich auch schon 1000 Euro ins Spiel gesteckt hat. Für die meisten ist Gold eine Mangelware und... Unwritten rule number four is if you own multiple skins on a brawler and you want to get the most value out of it, you turn random on and especially filter out the ones that you don't like. Auch nie benutzt werden. Ey, die ganzen Punkte passen auf mich nicht. Ihr müsst mal sagen, ob ich einfach der Ausreißer bin und ob die Punkte für euch passen. Das sind ja auch keine ungeschriebenen Gesetze, das sind wirklich Angewohnheiten. Every brawler in the game, and I just want to remind people that this exists and it's actually a goated feature. Unwritten rule number five. Now this might only be for content creators or people who like to play alone. As soon as you log on, you turn do not disturb on, dude. Like, the amount of times I get an invite that just completely distracts from what I'm doing is crazy. Passiert inzwischen gar nicht mehr so oft. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die Leute im Club wissen, dass ich nicht random eingeladen werden möchte. Aber ich weiß, damals ist das crazy oft passiert. Da konnte ich nicht eine Stunde spielen, ohne fünfmal eingeladen zu werden von jemandem. Besides checking the shop, this is definitely the first thing I do every single time I log on. And, plus, viele im Club sind ja auch schon jetzt lange im Club gereift. Ne? Also die sind jetzt ein bisschen älter, mentale Reife. Und die haben dann wahrscheinlich gar nicht mehr diesen Fakt. Sie sagen, ah, okay, hier diesen YouTuber. Den muss ich jetzt einladen für eine Runde. Weiß ich nicht. I am begging you
let that thing stay on when I log off. I would give you $100 to just let me keep that button on. Unwritten rule number 6 is you have to get every rower to at least Bronze 3 Mastery, and then you can save their credits. Für mich auch nicht. Also für mich ist das Ziel eher, bis zum ersten Punkt zu kommen, weil dann gibt es Münzen. Würde ich ganz ehrlich sagen, er ist ein bisschen out of touch, was so wirklich die World's Community angeht, weil der halt schon so viel spielt. Ich denke, die allermeisten gucken auch so, okay, gut, macht der Spaß? Nein. Okay, ich pushe den trotzdem mal auf die Münzen. Weil zum Beispiel Hank, auch wenn ich den jetzt nicht spaßig finde, ich würde den zumindest aufs Münzlevel pushen. Kann sein, dass ich da auch jetzt nicht ganz richtig bin, aber ich würde sagen, so die meisten Casual-Spieler, die gucken eher, okay, Münzen pushen. This is one of few ways to actually make a credit bank. I'm not sure how many of you guys do this, but I'm assuming quite a few do, especially if you don't have any more brawlers to unlock and you just want to save it. Like, this rule that not many people talk about is crazy. I save so many bronze masteries just for when a new brawler comes out that I don't want to buy the early access for. Look at this. I have all these rewards for Sandy, but I'm... Ich meine, das ist super smart. Also es ist ja nicht einfach nur die Münzen mitzunehmen, sondern der geht da hin und spart sich die Credits auf, er hat quasi eine Credits-Bank. Das ist ultra smart, aber ich habe das noch nicht in den Kommentaren gelesen, dass das ein guter Vorschlag ist oder eine Sache, die viele Leute machen. Also gehe ich davon aus, dass das nicht viele Leute machen. Just for when a new brawler comes out. Rule number 7 is very simple. You do not upgrade and you do not play Hank, because this brawler has been... Ja. Ja, da bin... Erste Regel, wo wir uns einig sind. Hank ist scheiße. Bad for the last like year or however long he's been available. After his first 2 weeks of glory, he's just done. But in addition to this rule is you act like you want to play him, or you act like you want to main him, because he's goofy and he creates a lot of memes. But no, er sucked. Er ist einfach Müll. Nobody seriously plays this brawler, at least when they're like expecting to win. It doesn't happen. Unwritten rule number 8 might be a little weird, because I'm not sure how many players do this, but I'm gonna assume that the majority of players go into their controls and keep their movement stick unlocked. This is just how it's been since I started playing the game. Locking it feels kind of goofy. But if you're one of those locked players, then let me know, because I feel like there's not very many of you out there. Now, unwritten rule number 9 is a little goofy, but you have definitely been curious about what might happen if you click this interesting looking delete my account button. So I'm gonna test it and show you what happens. All it does is open an article and then double asks you if you want to delete your stuff. Wie drauf geklickt. Written rule number 10 goes for a couple skins. For one, you know that anybody using Squadbuster Shelly is probably gonna be a bad player. Whether they're just bad at the game or brand new and it's the only skin they got, or they're free to play, which doesn't exactly make you a bad player. Wusste ich nicht, dass das so ein Zeichen ist für Noobs. In general though, players who use some specific skins are normally seen as bad players just because they use it. It's kind of weird. Another skin like that includes Star Shelly. And I'm not gonna lie, most players I see using this skin are worse than the average Shelly player. Unwritten rule number 11 is when... Muss ich mal drauf achten. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Specific brawlers, like for example Maisie, are not meta. Nobody ever uses this brawler. Now let me quick... Ich habe erst heute gegen eine Maisie gespielt. Gestern, glaube ich. Also, das stimmt vielleicht auf einem höheren Niveau. Aber auf dem Casual-Niveau, 200 bis 600, siehst du schon ab und zu Maisie. You have a counter example. Mortis hasn't been meta in like 4 years, but everybody still uses him because he's really fun and generally like not that hard to play, although he is hard to... Ja, Mortis siehst du viel häufiger als Maisie, das stimmt. Master. Well, Maisie is also hard to play and hard to master, but when she's not good, people do not touch this brawler, because you're putting a lot of work in for arguably a worse result than some other brawlers. This is why high skill cap brawlers like this need to stay good in the game. You know what? I think another example of this might be Lola. Oh, and definitely Bonnie. No, Bonnie ist super. Nobody plays this brawler when she's not good. Unwritten rule number... Na gut, wenn sie nicht gut ist. Ja, das stimmt vielleicht. Number 12 is if you're playing any tank, a shotgun brawler or assassin, you go straight to the mid when you're playing Feast or Famine Show. Bin ich so ein weirder Brawlster-Spieler? Weil aus meiner Sicht ist es geisteskrank dumm, egal wen du hast, in die Mitte zu gehen. Weil wenn du in die Mitte gehst, da sind halt immer 2, 3 andere Spieler, manchmal sogar 4. Und es ist dann ein brutales Glücksspiel, ob du überlebst oder ob du stirbst. Weil selbst wenn du einen killst in der Mitte, ist da halt noch mindestens ein anderer. Das ist ein Glücksspiel. Und wenn du nach außen gehst, ist es nicht ein Glücksspiel. This is one of the only maps where you can do this, but it is one of the most consistent things in this whole game. And then you just sit there like a waiting game until somebody finally breaks the boxes. Get out of here. Oh my god. Wait. Oh, the Doug is coming back. Wait, wait. I could totally kill the Doug right here. He's gonna be right here. Boom, boom. Super him. Boom. I have Band-Aid. If the... Ja, aber es ist trotzdem meistens ein Glücksspiel. We're good. Uh-oh. You know what? Get over here, stupid cat. Meow, meow, meow. Get rolled. It's already showdown. Like, do you see how effective this is? Mach das bitte nicht. Real Talk ist meiner Sicht
extrem Glücksspiel. Now check this out. Boom, 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 and you are dead. Fastest win of the West. Rule number 13 is, if you reach Masters, you don't need to play anymore, because the leaderboards are completely messed up. Du musst immer sagen, spielst du jedes Season auf dem höchsten Rang? Macht ihr das immer? Mich reizt der Rangmodus ja gar nicht. Aber vielleicht ist der Modus ja beliebter, als ich dachte. Casual players, I would assume. But as soon as you get the ranked skin you want, you stop playing. Doesn't matter what rank you're at. Like last season, I stopped at gold because I got the Chester skin and I was done. But now that I've reached Masters, I'm gonna push until I get it every single season going forward. Mm. This is specific to ranked, but rule number 15 is, if you ever have a horrible player on your team or a horrible player on the enemy team in ranked, when you're in Masters specifically, you check their account and see their highest rank, Power League. And mine was Mythic 2. And rule number 16 is so unwritten that I'm sure a lot of you don't even know about it unless you watch Kairos. But you don't buy these offers. Never do this. Mhm. Instead, make a Razor Gold account and buy it here because you actually get more gems. Ich dachte, er sagt jetzt, Gems kaufen ist doof. Aber er hat gesagt, Gems kaufen ist nicht doof. Nur kauft Gems über eine andere Seite. Number 17, maybe this is a little bit of a cop-out, but you don't buy this either. Never buy Token Doublers. Ja, Token Doubler, die war, früher fand ich die ja mal ganz cool. Du kriegst ja so oder so das Maximal Level hin. Und um am Ende eine Kiste zu kriegen, brauchst du ja 1600. Das ist, also du gibst 25 Gems aus, um nicht mal eine normale Kiste zu kriegen. Worth it. Just wait for any other offer in the shop, ja, if you plan on spending gems. Just not this, please. Rule number 18 is, if you see a skin that you can either buy with gems or you can buy it with bling, you buy it with bling. I'm talking to you, Wasim. In your Wasim video where we were doing the copycat challenge, you weren't paying attention and you bought a skin with gems when you had enough bling for it, and it eats away at my soul every day. Never waste your gems if you can just spend. Ja, das zum Beispiel, jetzt würde ich sagen, okay, ist ein ungeschriebenes Gesetz. Aber es ist einfach, würde ich sagen, Basis-IQ-Wissen. Gems nicht auszugeben, sondern Blinkpunkte, weil Blinkpunkte kriegst du ja dauernd nach und Gems sind ein bisschen seltener. And a free resource. Rule number 19 is, you completely ignore these tags on the shop next to offers that say like 5 times value, 10 times value. Zumal es ja auch reduziert ist. Muss man sagen, es ist wirklich einfach nur Marketing. That's it. Because apparently 4,680 coins costs 360 gems. In fact, that is $20 for an offer that you immediately get in the Brawl Pass Plus. And the final unwritten rule of today's video is specifically for players who reach the bling cap, but you don't spend that bling on stuff that you don't want. What I'm saying is, you don't just binge it so then you can just claim these offers. Instead, you wait until the season ends, and then I'm pretty sure it auto-collects. Like, I think it did that last season, so... Oh, wirklich? Wenn man das nicht einsammelt, bekommt man das dann oben drauf? Okay, weil ich habe mir immer irgendeinen Käse gekauft. Okay, das sollte wirklich ein ungeschriebenes Gesetz sein. Blinkpunkte nicht einsammeln. Einfach warten, zum Ende kriegst du die einfach. Okay, ja, ich finde, der Titel ist ein bisschen falsch. Weil es sind ja keine ungeschriebenen Gesetze. I don't know, das ist so, wie wenn ich sage, ungeschriebene Gesetze beim Frühstück. Ich esse ganz gern Müsli morgens. So, das ist kein ungeschriebenes Gesetz, einfach eine Angewohnheit, die man selber hat. Und auf andere schließt. Also, weil andere essen auch gerne Müsli zum Frühstück. War auch schön chillig zum Angucken. Hatte jetzt nicht eine übertriebene Videolänge. Checkt doch mal den Kanal aus, wenn ihr mehr so Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.